So, wir sind mal wieder live. Wir werden heute reingehen. Ich habe nämlich richtig Bock. Ich habe richtig Bock. Lass uns gleich mal schauen, ob wir heute was Gutes zusammen haben. So wie ich mein Glück kenne, kriegen wir wieder nur Müll. Ich suche gerade, wo kann ich diese. Ach, stimmt. Sabine, ist der Sound in Ordnung, Ben, bevor wir starten? Oder ist das Spiel zu leise, das Spiel zu laut? So, Charakterverstärkung. Lass uns noch mal ganz kurz was gucken, bevor wir starten. Sound Mini bisschen hoch. Okay. Passt das so? Da ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass der Gogeta, der hier dieses Jahr Zenkai bekommt, werde ich mal Sound. Werde ich mal Sound, ob wir den irgendwie. Ja, kann ihn auf jeden Fall. 100. Ja, das ist auch nicht das Meiste, aber wir können uns wieder 9 holen. Das mache ich eben schnell und dann geht's los mit den Summons. Dann geht's sofort los. Gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass Gogeta heute sein. Nein, nicht heute, aber. Dass Gogeta Super Saiyan 4 den nächsten Zenkai bekommt. Oder halt der Zamasu, was ich eher denke. Denn Zamasu. Das ist halt bad. 21k, ja. 22 sogar. Ah, ne, 21, ich bin doof. Egal. So, wir kaufen noch. Ich hab halt so Schiss, dass zusammen nicht, dass ich da wieder nur gescammt werde. Ich kenne mein Legends-Glück. Ich schwöre, ich kenne mein Legends-Glück. Sepp, ja. Ich schwöre, ich kenne halt mein Legends Glück und ich weiß, dass ich wieder absolut gescammt werde. Ich kenne mein Glück. So. Okay, seid ihr bereit? Das Problem ist halt, wir haben halt diesen blöden Scheiß Sound. Das kotzt mich schon ein bisschen an, weil ich weiß ganz genau. Warte, wir müssen den Musik ausmachen. BGM aus. Ich weiß ganz genau, dass wir sonst wieder Ärger bekommen, wenn wir das auf YouTube hochladen. Auf jeden Fall haben wir. Wir haben. Na, noch dieses Ticket. Soll ich das als erstes raushauen oder soll ich das am Ende raushauen? Ich mache ein bisschen Musik im Hintergrund an. Lang nicht gesehen. Yes. Was meint ihr? Soll ich das als erstes raushauen oder als am Ende? Oh Scheiße, da kriegst du einfach mal am Ende, alles klar. Ich glaube, wir müssen ohne Sound machen, weil wir haben ja schon wieder diese scheiß Copyright-Musik. Aber es macht ja nichts. Endlich wieder live. Yes, klar. Dafür bin ich doch da. 12k und nicht ein Goku Freezer. Oh nein. Aber wie gesagt, gibt nicht alles aus. Das Jubiläum hat noch zwei Parts. Erster Summon, es geht richtig gut los. Ja. Genau so stelle ich mir meine Summons vor. Konnte nicht widerstehen, beide meine Freunde. Oh. Ja gut, das ist mies. Das ist richtig mies.
Bist du nicht auf einer Party, Ben? Oh, Talis Summon. Das fängt schon gut an. Zwei Summons und nur Scheiße. Muss noch 300 Gems farmen für den letzten Multiple 3. Hab mich vertan, okay. So, jetzt muss aber was kommen hier. Ich schwöre schon wieder, nur Scheiße. Was ist das? Gibt's hier auch sowas wie Sparking-Charakter drinne? Ja, ja, ich farm immer Free-to-Play CC. Gibt's hier auch sowas, dass man Sparking-Charakter drinne? Wäre ja auch mal ganz schön, wenn man sowas zieht. Oh, 5 Kapseln. Bardock? Mist. Genki-Dama! Komm schon, jetzt muss ich doch endlich mal 9 ziehen. Mann! 12k weg, könnte heulen. Ach du Scheiße, ja? Das glaube ich. Den nehme ich aber auch, den Freezer. Ich muss fahren. Wieso musst du fahren? Fünfmal hintereinander Downloads bekommen von Summon und Jakku-Raumschiff. Ihr sagt nur 100 Kasse, Zero See und Beast. Hi Tim. Ja? Da wäre ich auch ärgerlich. Das wäre, also, da wäre ich auch sauer mit 100k. Wow. Okay, Majo habe ich noch nicht gehabt. Ja, mein erster neuer Charakter, toll! welche versuchst du zu ziehen? Den neuen Freezer und Goku. Also ja, ich kann talken. Ich mach den Summon eben zu Ende. Hat auch 26k für Ultra Vegito ausgegeben. Ja, wie gesagt, spar, weil zum Jubiläum kommt dieses Jahr wahrscheinlich Ultra Vegito Blue. Broly hat heute Feierabend, der hat keinen Bock mehr. Okay. Junge, es kommt nicht mal Vegeta, was ist das für eine Scheiße? Ich werde einfach absolut gescammt. Ich wusste, dass meine Legend Summons genauso ablaufen würden. Ich hab immer so. Du hast echt Pech. Ja, hab ich auch. So laufen meine Summons immer ab. Okay, Free Multi. Dann haben wir schon den ersten durch. Ich sage ja, also bis zu 3 Stück mache ich. Mehr mache ich heute nicht. 3 Multis. Also so, dass wir diese 14 Tickets. Ne, 14? 15? Ne, ich weiß gar nicht. Oder 3 Tickets. Okay, wir haben einen neuen Charakter. Wir haben einen neuen Charakter. Was denkt ihr, welcher das ist? Was denkt ihr, welcher Charakter ist das? Ich bin echt gespannt. Chiren. Und? Ah, oh Gott. Ich freue mich. Oh
Aber gut, einen Jubiläumscharakter haben wir wenigstens schon mal. Wenigstens einen. Toll. Das glaube ich, dass sie strong ist. Ihr habt ja auch gezogen, war echt enttäuschend. Okay, wir rufen eben kurz Ben an. Wenn das gleich zu laut ist mit der Stimme von Ben, müsst ihr Bescheid sagen, ja? So, geht sofort weiter. Der geht einfach nicht dran. Einfach abgehoben. Einfach abgehoben, Junge. Okay, wir gehen noch mal rein. Ich hab... Du hast Goku Freezer Team gezogen. Nice. Jo. Abend. Er ignoriert dich. Ich schwöre, er ignoriert mich. Du kannst dir nicht zugucken, ne? Ja, zugucken kann ich dir. So, muss ich Bildschirmübertragung machen, ne? Also ich meine, wir können halt, wenn wir mehrmals sammeln, genau, das hier für 14 Stück, kriegen wir 3 Tickets. Und die müssen wir, also die will ich auf jeden Fall haben. Deswegen sage ich ja, mehr als 3 Durchläufe, wenn ich die dann nicht bekomme, dann ist, dann das sammeln die auch nicht weiter. Dann ist Legends. Ich habe wirklich gedacht, da kommt der Jiren. Ja. Der Jiren soll richtig gut sein, habe ich auch gehört. Mit der Ulti one-hitted er UGB. Hey, meine Summons, ne, die sind für'n Arsch. Die sind verflucht. Und... Nichts. Toll, das habe ich mir schon immer gewünscht. Wie geht's dir denn heute, Sepp? Mir geht's heute gut und wie geht's dir? Wie geht's euch? Bei mir geht's super. Toll, wir haben Sparking. Mein Glück ist da viel schlimmer. Meinst du es immer so? Toll. Du kriegst fast nur die Charakter, die Zenkai haben. Ja, tatsächlich. Der braucht auch oh, neuer Charakter, oh, neuer Charakter. Jiren, da ist er. Okay, 2 haben wir. So, das ist jetzt sowieso extrem garantiert. Ja, ja. Ich freue mich auch über einen Jiren. Ja, und spätestens jetzt liegt Sepp absolut nichts mehr. Du, ich hab 35k Summons gemacht und nur einmal Goku Freezer. Oha. Ja, ich habe wirklich für Rosé 100k CC gratis, also erfahren free to play. So wie bei. Und neuer Charakter? Oh! Der Vegeta! Ich dachte jetzt gerade schon, Mann! Die könnten mal neue Summon-Animationen reinpacken. Da haben sie ja auch Jacko Zum Beispiel Gogeta gegen Fuse Summer, so. Das wäre auch so eine Idee. Junge, das ist doch nicht normal. Auf ein Extreme garantiert man da nur ein Sparking. Okay, es ist ein neuer, keine Frage, aber. Für mich ein neuer auf jeden Fall, aber. Dead. Ich hab den auch traurig. Noch nicht. Leute, wünscht mir doch mal ein bisschen mehr Glück. Ich wünsche dir doch ganz schön viel Glück, hey. Guck dir das an, das ist doch. Also wirklich, meine Summons, ne? Guck dir meine Summons an. Da würde ich mich freuen, wenn ich jedes Mal Bardock oder Trunks Animation bekomme.
Sogar mit Zeitcharakteren. Der geht auch nicht Super Saiyan 3. Die pennen heute alle. True. True. Ich geb dir einmal gegen Kitama Glück. Ehre. Hi, Mustafa. Bruder, ich geb dir alles, das Glück der Welt. Aber wenn du den Chef abbekommst wie ich, guck dir mein Chef an. Der erste Summon habe ich höchstens einen Charakter gezogen. Ein Sparking. Und ein neuer. Ja. Nee, sogar zwei. Jiren und die eine da. Wow. Der hat auch Sync. Glaube ich. Und wir sind ja schon beim zweiten Durchlauf. Einen mache ich noch, ne? Dann ist vorbei. Weil. Ich sage, es kommt noch Part 2 und Part 3. Oh, oh! Oh, 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 oh! Das ist, Das Glück, vielleicht Brokkoli. Sieht mir sehr nach Broly aus. Oh. Broly? Nein. Der hat heute keinen Bock. Broly? Nee, nee, komm aus. Aber Vegeta vielleicht. Vegeta Blue? Ja, neuer Charakter. Neuer Charakter. Oder? Ja, es müsste eigentlich neuer Charakter sein, wenn Vegeta Blue kommt, ne? Bei mir war das nicht so. Nein? Nee, ich habe einfach nur den übelsten Mist bekommen. Ich weiß gar nicht. Ich meine aber, wenn Vegeta Blue kommt, neuer Charakter, ne? Oh, toll. Oh, den brauche ich. Ey, warte mal, ich brauche den auch. Wo war das neue Extreme? Habe ich auch noch nicht gehabt. Verpiss dich, Chilit. Schild. Shit. Und der war doch kein neuer Charakter, war aber ein LF-Charakter, so. Ja, ja, ich kann ihn jetzt Senkai erwecken. Ich aber nee. Wie viel Senkai hatten da bei dir? 7. Okay, das ist nice. Das ist sehr nice. Junge, das kotzt mich gerade richtig an, ey. Wir ziehen den größten Shit, ey. Los, Legends, gönn doch mal ein bisschen. Pass auf, spätestens, wenn ich anfange, kriege ich zwar die Broly-Animation, aber nur ein Hero. Ich schwöre, ich will doch nur diesen... Erinnerst diesen du dich Charakter noch an den hier. Challenge den, hier, von den mir? Den will ich, Legends. Den will ich auch haben. Ja. Okay, los geht's. Ja, der ja einen Rising Rush countert. Letzter Summon für heute. Also letzter Durchlauf. Dann mal. Einfach nix! Einfach gar nichts! Ich gebe dir mein Glück, ich hab Ultra Gita Blue und Ultra Goku Black in der ersten Ziehung. Nice. Och, Digga! Wenn ich das schon wieder höre oder lese. Ich krieg das Heulen. Boah, Jiren, aber den alten. Ist ja nicht so, dass ich den auf Dingens da habe. Auf 14 Sterne. Kann man sich dann von Shenlong eine Unit wünschen? Nein. 1000 CC. Oder was kann man... Wow. Ich wünsch mir 30 Millionen CC. Ich wünsch mir jetzt endlich diesen Goku Freezer. Ey, ich verliere sogar, guckt euch dieses. Wo ist vielleicht? Oh, Blue, Goku. Oh, oh, oh. Das habe ich aber so noch nicht gesehen. Das ist ja Blue. Wie lange bist du schon als Summon? 20 Minuten jetzt bin ich live. Schon 20? Mhm. Und mein Kratzeis ist immer noch nicht fertig. So, mein Leute. Wow. Das, ja. Ist sad. Wow. Jetzt krieg ich den hinterhergeschmissen, oder was? Ja, der verfolgt dich jetzt. Schon was Gutes bekommen? Nein. Also, dieser Chef ist richtig real. Also, ich bin absolut geschäftet. Ich schwöre, das ist der größte Chef, den ich bis jetzt hier hatte. Ich will mal drei durchläufen. Okay, ich habe jetzt zwei neue Anniversary-Charaktere. Du bist mal wieder live, ein Wunder ist geschehen. Ja. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich hatte Trunks erwartet. Vielleicht? Oder Bardock? Nee.
Denke da mal auch nicht. Brokkoli auch nicht. Hallo Fabiano. Ich spiele jetzt gerade nebenbei Legends. Gönn dir. Außer nicht mit Thunder, ich weiß. Aber was habe ich was anderes gesagt? Thunder! Der Chef ist real, aber sowas von. Der Chef ist absolut real. Ich schwöre, der Chef. Oh, den Gold Freezer bräuchte ich mal. Ich habe den nur auf 2 Sterne. Digga. Oh, wenigstens ein Charakter jetzt. Oh, Freezer auf 6 Sterne. Ich lese noch nebenbei den Chat durch hier. Mach das. Ja. 22, 14 Sterne. Hey, stimmt, Dima. Ich glaube, das Kyogre war shiny. Tada. So, Leute, wir haben noch 2 Summons, dann ist Ende Gelände. Mehr stecke ich da nicht rein. Dann kann mir Golden Freezer und Goku sonst wohin geschoben werden. Na, du hast ja am Ende noch den Dings, das Ticket. Ja, ja. Gibt es irgendwelche neuen Summon-Animationen? Ja, nur dass Goku jetzt direkt in Blue gehen kann. Jakus Raumschiff da neben fliegt. Oh, diesmal Super Saiyan nur. Aber schade, dass Goku sich nicht mehr da transformiert. Kann er schon, ja, ja. Ja, Vegeta und Blue hatten wir gerade. Ja, hat er auch nur Müll bekommen. Guckt euch das an, ich will nicht mehr. Ich will meine CC wieder zurück. Dann weißt du, was du tun musst. Summons. Ich schwöre, manche kriegen sogar Xeno-Animationen und haben direkt alles fertig. Ja, gratis sammeln, dann machen wir noch die Tickets. Wir gratis ziehen Vegetablieren. Dann gehen wir rein. Nix! Einfach nix! Noch nicht mal Transformation. Ich schwöre, nicht mal ein Raumschiff. Nix, guckt euch an. Ich schwöre, das ist doch. Dragonfist? Nein. Nein, da ist nix, da wird auch nix kommen. Ich kann überspringen. Da ist nix. Guck. Oh doch, wow. Ich hab ein Salsa neu. Toll. What? Ich muss sowieso noch einmal sammeln, sonst fehlt mir ein Ticket. Bleib der Sepp, der ist schon fast Rentner. Ich schwöre. Aber 26. Goku gewinnt. Komm jetzt, Broly. Nein. Herr Broly taucht ja erst auf, sobald der Ball und der Kamera mehr aufeinandertreffen. Nee. Und kommt Blue Charlotte zum 5 oder 6 hier? Weiß ich glaub, der kommt gar nicht. Frisch noch, klar, frisch. Ich stelle. Und wieder vorbei. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Giblet sogar Ding. Früher Blue kriegt. Ja, Serie mehr stecke ich da nicht rein. Tut mir leid, aber das. Nee. Wir machen natürlich jetzt noch die Tickets. Wir haben jetzt Kaserai nicht bekommen und halt Goku Freezer. Wir haben natürlich auch noch hier diese 10 Jahrestickets, die werde ich sammeln und dann werde ich nochmal live kommen, sobald ich da alle 10 voll habe, also alle 100, da können wir da auch nochmal ein Summon machen. Schätze, was machen wir denn einfach auch zu Part 2 mit? Weiß ich noch nicht, wann ich wieder Breakers zocke. Wenn du mal online kommst, dann ja.
Ist jetzt auch gerade Womit schon soll einmal ich Daisy noch hinter. anfangen? Mit den Summons oder denen oder scheißegal? Das war das ist. Ne, auch nur einer. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit denen hier Ja. an. Und da kriegst du jetzt auch über 10 Schillet. Über 10 Schillet. Du wünschst mir das. Nein. Ich wünsche dir den guten. Ich wünsche mir, dass Freezer mich die Ja. ganze Zeit verprügelt. Ich hab doch jetzt auch Zeit. Sonder. Erster Summon Müll. Ich bin so stolz, ich habe Beerus in Breakers bekommen. Ja. Ja. Nice. Whis habe ich ja nicht bekommen. Schade drum, aber. Danke für die Münze. Danke für das Teamherz. Ja, das ist das, was ich mir wünsche. Der Bär mag mich wirklich nicht, merk schon. DBL mag mich nur ab und zu mal. Und ich hasse das Spiel gefühlt. Das war ein Ultra, nee. Ich habe aber Ultra Gogeta. Ultra. Was habe ich denn noch als Ultra? Rosé. Meine Kreditkarte mögen sie, aber ich stecke hier kein Geld rein. Ich habe das letzte Mal hier Geld reingesteckt, keine Ahnung wann. Ich. Für dieses. Also ich sage, guck mal, man sieht es ja jetzt, wie ich hier geschäftet werde, ne? Und dafür. Sorry, aber dafür stecke ich hier nicht einen Pfennig rein. Pass auf, wenn du jetzt auf einmal irgendeinen random anderen Summon machst, kriegst du direkt LF 5 Stück geführt. Elite, ich habe doch gepostet auf mein Discord, dass ich jetzt live gehe. Okay, was meint ihr? Go Broly, go, go. Okay, Broly, du ziehst jetzt richtig Freezer ins Kamehameha. soll ich mit Nase ziehen? Mit na zieh doch mit was anderem. Nee, soll ich mich draufsetzen? Ja! Broly. Oh. Go, Vegeta. Jawohl. Am beiden Super Saiyan. Ja. Whis kann gerne meine Karte Ja, mitnehmen. toll. Den ziehe ich auch mittlerweile nur aus diesen Tickets. Jetzt habe ich hier 10.000. Okay, komm, wir machen das hier mit. Das machen wir zum Abschluss. Das muss jetzt einfach sein. Wegen Depression und so. Nö, ich habe mit ihm mal nicht geredet. Wieso? Ist doch alles gut. Und da hast du jetzt Glück. Und pass mal auf, und da krieg ich jetzt noch einen LF. Und einen, den du noch nicht besitzt. Hä? Oh, Rainbow! Ja, das hatte ich noch nie. Was war das? Garantierte LF. Hä? Ich schwöre, das Das sind hatte ich noch nie. garantierte LF oder Ultra. Ultra-Charaktere sind hier nicht drin. Ja. Oder war es garantiert komplett Sparking? Nee, es war LF. Oder? Der Goku ist nice. Tatsächlich ein Ja, LF. garantiert LF. Oh, nee, nicht den. Wieder so Senkai, ne? Oh, Smet. 2 LF garantiert. Dann müsste jetzt noch einer kommen. Doch, kann, nein, es sind keine 2 LF. Wette ich sogar. Nee. Siehst du, hab meine Hand schon verwettet.
Toll. Aber du hast jetzt nur Ding bekommen, ne? Ah ne, ist ja sowieso Sparking garantiert. Ich hab jetzt nur. Ich habe jetzt nur das bekommen. Sechs neue schöne Charaktere, die ich überhaupt brauche, ganz bestimmt. Nein, nein, also mehr stecke ich nicht rein, weil das wäre dumm. Das wäre einfach nur dumm, wenn ich jetzt noch mehr reinstopfen würde, weil. Nee, das macht keinen Sinn, denn ist ja das Jubiläum ist noch lang und. Ja, stimme ich voll zu. Nee, nee. Jetzt bin ich traurig. Alles nur, weil Tomoya Ich mir das doch nicht auch. gegönnt hat. Siehst du, Tomoya, alles deine Schuld. Das kotzt mich schon wieder richtig an, ne? Zander fragt, warum die lange Pause? Um die lange Pause, weil ich keine Lust mehr hatte. Und weil Jetzt ich. dank mir noch mehr Lusten kam. Nein. Ich habe ja gefragt, ob. Was? Weil ich einfach nichts mehr zum Stream habe. Ich bin da ehrlich. Ich weiß aktuell nicht, was ich spielen soll. Ich kann ja, also wenn ich immer Xenoverse streame, das ist für mich langweilig. Das ist für euch langweilig. Wenn ich immer Tenkaichi Ich streame, finde das das sogar ganz ist. interessant. Ha? Ich finde das ganz interessant eigentlich. Wenn ich Tenkaichi streame, ist die gleiche Ja, Scheiße. oder generell Dragon Ball. Ja, ist ja bald. Ich warte ja auf das DLC zu Dragon Ball Z Kakarot. Wenn ich hol zu dir eine Piece und dann zocken wir was. Gebe ich dir meinen Account, share dir ein bisschen, kannst du auch gratis ein paar Spiele abgreifen. Klar. Also, warum bist du auf einmal so laut? Aua, warte mal. Kacke. So. Ich will jetzt nicht mehr Legend spielen. Ich mag dieses Spiel nicht mehr. Ich nehme deinen Account gerne, der ist viel zu schade drum. Ich bin so sauer, ne? Das kotzt mich gerade so an. Spätestens dann, wenn ich den Account habe, gerade mal einen CC reingepackt habe, kriege ich die Goku Freeze. Welche zwei neuen Anime-Games meinst du, Zander? Welche? Da bin ich jetzt auch neugierig. Woher er das schon wieder hat, ne? Ich weiß es nicht, ich weiß halt nur. Junge, die fahren immer mit den scheiß Motorrädern vor meinem Fenster, diese Wichser. Mimi. Glaube, der Account ist zu lucky. Haha, Tomoya, zu lucky. Guck dir mal an, was ich für eine Scheiße gezogen habe aus drei Durchläufen. Nur Müll. Dass ich den ersten Durchlauf, was ich da gezogen habe? Witze kann ich wissen, den Schrott. Kann man das gucken? Können die 10 neuesten gucken? Wer guckt das an? Müll. Noch mehr Müll. Ich habe Angst, Legends reinzugehen, dann fliege ich aus dem Call. Ich weiß nicht, was da an meinem Handy aktuell ist. Keine Ahnung. Okay, kannst du dich noch an mich erinnern? Nee, du hast Ultra geht ihr, wow. Du hast Beast Han, der ist auch gut. Wer hat Bisan? Tomoya. Ich habe auch Ultra Rosé, ja. Das sind Den meine. Jungen werdet ihr nie wiedersehen. Das sind meine Ultras, Tomoya. Wenn ich mit ihm fertig bin, werdet ihr ihn nie wiedersehen. Glaubt mal. Genau. Genau. Vielleicht bitte ULF, die haben kein LF. Das ist jetzt doof. Ich wollte jetzt eigentlich vielleicht noch ein paar PvP-Kämpfe machen, wenn ich diesen neuen Freezer ziehe. Und Goku. Aber jetzt hat sich das jetzt Du auch hast auch wieder Jiren. erledigt. Und die andere. Ist Dieser da. andere, diesen Side-Character. Hallo, wie geht's? Ich hätte lange nichts gehört. Alles gut und selber? Bin erstmal raus. Okay, Fanda, hau rein. Rose und. Sander, bevor du rausgehst.
Ich bin gerade online. Ich kann dir auch gerade noch nicht schreiben. Deswegen, okay, jetzt kannst du weiterreden. Ja. Ich bin ziemlich angefressen. Aber ich will jetzt nicht noch einen Summon dafür opfern. Auf gar keinen Fall. Weil das ist mir zu schade für die 11.000. Ich meine, das I'm wären ja noch depressed. 7.000. Warte mal. Das wären noch. Dödlüdlüt. Das wären noch 2.700 Stones. Es juckt in den Fingern. Was meinst du? Lass Soll ich. es. Okay, warte. Diesen einen Durchlauf, weil. Ach komm, dann scheiß drauf. Tomoya ist jetzt da, der gibt mir jetzt ein bisschen Glück. Ja, wenn wir nicht ziehen, es liegt 100% an Tomoya. Schon wieder nur eine Kapsel, ne? Ich krieg das Kotzen. Was ist denn hier los? Goku winning. Und hier komme ich. Gib alles jetzt hier raus. Ja, genau, bin ich auch. Ich ziehe das ganz langsam. Schon die ganze Zeit da. Echt? Bist du Der einfach nur verdammt Mega-Dildo, cool? toll. Ja, den habe ich auch. Toshi hat mich auseinandergenommen, 10k und nichts. Ja, willkommen im Team. Ich spiele in einer untersten Liga mit 100k. Kommt Bardock. Bardock, Müll. Bardock, Bardock, Brody, Freezer, Scheißraucher. 30k, ja. Merkst du das? Freezer, der verdammte Raucher. Da schon wieder der Mega-Dildo. Gibt's ja auch Sparking-Charaktere drin, ne? Ja. Wow. Toll, nur einen, den ich schon 14 Sterne habe. Toll. Hatte noch nie die Bardock-Animation, okay. Ich aber. Irgendwann wirst du die schon bekommen. Ey, aber zwei St Charaktere aus 7 Sterne plus. Also die Bardock-Animation. Oh. Mann, ich will nicht mehr summonen. Ich habe noch 8000 CC. Das tut weh. Du hast es gleich, du hast es gleich, du hast es gleich. Ich fühle mit dir. Und jetzt soll Broly nochmal kommen und Vegeta wegklatschen. Ich habe den neuen Jiren jetzt wenigstens. Ja, den habe ich auch. Jetzt habe ich den Und Jiren nochmal noch mal. Und nochmal. Ja. Oder Freezer nehme ich auch an. Der ist gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Tag noch ziehen sollte, dann jetzt habe ich, genau, dann kann ich gut, das gut mit diesem Freezer im Team spielen. Ja, der kommt ja aus der Freezer macht. Haha! Lacht mich auch noch raus, der Pisser. Ich deinen Chat verkaufen? Die siehst du bestimmt da nie wieder. Ich habe meine FK. Oh je. Oh, Oh. Jacko! Broly, 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 Aber goldene Schrift! Rainbow, Rainbow Rainbow. Schrift! Was ist das für eine Scheiße? Jetzt kriegst du ihn, jetzt Ja! kriegst du ihn, jetzt kriegst du Jacko! ihn. Alles im Leben rein.
Ein LF garantiert. Komm, Wetten, dass es wieder dieser scheiß Blue Evolution oder irgendein anderer? Siehst du ihn? Was ist das? Cooler, was machst du da drinne? Der hat sich überlaufen. Der hat Freezer gesucht. Du kriegst ihn trotzdem, pass auf. Oh. Aber cooler 6 Sterne, Mann. Ich frag mich, warum cooler da überhaupt drin ist. Cooler wollte auch mal cooler sein. Ja, nee, vorbei. Nee. Also jetzt ist gut, ich sammle nicht mehr. Also ich habe jetzt noch 8000 CC von 20.000. Nein, ich habe 4 Durchläufe gemacht, 4 Durchläufe Chance. Ne. Alles Tomoya schuld. Ich schwöre, alles Tomoya schuld. Ich schwöre, ja. Ja, ich schwöre, Habibi. Cooler und Freezer passen zusammen. Ich weiß. Ja, also habe ich auch die Chance, cooler zu ziehen? Fragezeichen, Fragezeichen. Klar. Ja, wenn ich jetzt noch das Ticket holen müsste, müsste ich nochmal 1000. Ne, warte mal. Doch, 1300. Doch, das machen wir doch. Aber dann ist wirklich Ende Gelände. Da habe ich nochmal die Scheiß 5 Tickets und das Ende. Ich schwöre, ich mache nichts mehr. Oh, scheiße, mein Herz. Aua. Nix. Das hat ein böses Omen voraus. Aua. Tomoya ist so schuld. Dragonfist. Ne, er hat ja recht. Es ist ja eigentlich auch Verschwendung, was ich hier mache, aber ich. Das ist die Abgründe der Spielsucht, ja. Ne, ich mache ja dann noch das Ticket, dann ist vorbei. Jetzt habe ich noch 7000. Ende Gelände. 5 Kapseln. Der Super Saiyajin. Kein Bardock. Cooler. Kein Brokkoli. Also, Brokkoli, du verdammter. Achso, stimmt ja, ich habe Brokkoli schon gegessen. Deswegen taucht er nicht auf. Der hat Urlaub. Den habe ich schon gegessen. Doch, da war er gerade, Bro. Oh, neuer Charakter? Oh, neu? Oh. Nein! Was ist das für eine Scheiße? Ich habe gerade wirklich noch gedacht, so jetzt kommt Freezer und... Ach, Mann, das ist doch also wirklich... So, ich halte dich jetzt davon ab. Mach es nicht weiter. Nee, mach ich auch nicht. Abgelehnt. Ich wusste, dass Tomoya sich freut. Ich wusste, dass Tomoya sich freut. Ach, den bring ich in den Wald, danach siehst du ihn nie wieder. Gib mir das. Das will ich, bitte. Gib ihm das. Ja, genau, gib ihm das. Ich habe sogar gerade geschafft, aus Versehen meine Bildschirme in 3:14 zu teilen. Ja. Oh, 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 ja, ja, ja. Nein. Ja. Bardock, nein, kein Bardock. Brokkoli, Brokkoli. Einfach gleich Animation wie gerade, Mann. Oh. Nani. Nee. Jetzt sehe ich den doppelt, den Pisser. Also, Sepp glüht gerade bestimmt vor Wut und Trauer. Naja, ein bisschen. Ein bisschen fuckt mich da schon ab, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist ja eigentlich immer so. Und ich sag mal so, auch wenn ich den Charakter hätte, was würde mir. Das ist doch. Ja. Immerhin habe ich davon ja auch nicht wirklich viel. Ich meine, ich habe Jiren, ich habe jetzt diesen coolen Mann. Toll. Halt die Fresse, Tomoya. Halt einfach die Fresse, Mann. Und damit bin ich glücklich. Aber Junge, warum machen die nicht endlich mal so ein Update, dass man einfach machen kann, ja, ich will alles verbessern,
Und es geht trotzdem nicht, weil du alles einzeln freischalten musst. Das ist so dumm. Das nervt mich. Deswegen mache ich auch keine Senkheise. Also ich habe keinen Bock, die Scheiße zu erwecken. Habe alles außer Krillin in der neuen Celebration bekommen und immer noch über 200 Dragonstones. Ich habe da gar nicht gezogen. Auf meinem Global Account spare ich ja zurzeit. Da ist ja jetzt bald auch Jubiläum. Jubiläum! Ich mache mir einfach Was siehst mal du? einen. Wo mein Account gebannt wurde, ich weiß nicht. Ist ein Giga-Chat hier im Chat? Wer? Oder halt Benny Maru? Nee. Der Typ hat mir einen Account gegeben, solange wie meiner halt gebannt war. Weil meine Gegner doch immer aufgegeben haben. Okay. Ich mache mir gleich irgendwie so ein komisches Scheiß-Jiren-Team einfach aus Spaß. Mach einen Universe-Repräsentant. Nö, ich mache so ein komisches Kack-Jiren-Team. Ich habe ja noch den. Muss nicht gut sein, muss einfach. Nee. Ich meine, wir testen einmal durch Kämpfe einmal diese Scheiß-Dinger da. Aber ich bin schon wieder wirklich. Ihr habt schon recht, ja, Depressed. ich bin sauer. Ich schwöre. Warte, ich beiß mal kurz, dann weiß ich, ob er wirklich richtig sauer ist. Okay, er ist sauer. Obwohl, der Jiren brauche ich eigentlich nicht reinmachen, das wäre ja Schwachsinn. Obwohl ist der Jiren nicht, ist der grüne Jiren nicht stärker als der lilane? Nimm den Zenkai auf jeden Fall mit, den Zenkai. Buff die hier nochmal. Stimmt, ich könnte auch den Topo hier mitnehmen. Ich könnte auch Beerus mitnehmen oder die hier. Wer auch immer das ist, Noch ein die war Königin kurz zu Kraft. sehen. War das nicht die, die versucht hat, mit ihrem Charme Muten Roshi, ja, um den Finger zu wickeln? Die ist auch grün. Das heißt also, das würde perfekt passen. Aber wir bräuchten eigentlich einen guten. Warte mal, geht das? Was bufft da? Das ist Universe-Repräsentant halt. Ne, und Vegeta-Clan. Hätte ich gedacht, der könnte rein theoretisch als Jiren Zenkai buffen, macht er aber nun nicht. Ich weiß gar nicht, gibt es da jemanden, der Jiren da Zenkai bufft? Das ist der normale. Der ist gegnerisches Universum, elftes Universum, mächtiger Feind und gegnerisches Universum könnte ich mal gucken, aber mache ich gleich mal einen Kampf damit. Ich weiß, das Team wird jetzt nicht gut sein, aber ist mir eigentlich auch scheißegal. Einfach nur zum Spaß. Gibt ja gar nichts fest, außer. Oh, die Zenkai Kefla. Die ist grün, euch beim gelben. Aber Da egal, dann habe ich nicht Pe Pech gehabt. Rosi. Egal, du hast keine Dinge drin, ne? Keine. Ne, ich muss ja erstmal hier die Trainingsschild. So, jetzt mache ich eben kurz die Trainingsgegenstände, dann müsste das fertig sein und dann habe ich schon keinen Bock mehr, Mann. Ich bin so sauer, ne? Aber gut, dann ist es ja von Legends gewöhnt, den Scheiß. So, wir nehmen auf Mach, jeden Fall. geh mal auf Autogruppe. Achso, nee, Oben nee, das, nee, nee, oben nee. links den Haken weg. Bei Oben welchen? links den Achso, Haken nee, weg. mach keine Autoausrüstung. Ja, weil das ist dann das Beste für das Team. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich gar nicht. Wenn Fernangriffstyp Kampfmitglied ist, aber das sind Schlagangriffstyp. Tada. Unterstützungstyp. Und besser Teams zusammen.
stellen als ich. Einfach in den LBR-Modus gehen. Hey, ich dachte, diesen Treasure schießt mich tot. Ich meine, kann's machen, ich Okay, weiß. warte, warte. Kann's machen, aber ich weiß ganz genau, siehst du? Ihr wählt jetzt zum Beispiel den hier aus und der ist halt wirklich mies. Schirin ist ja Verteidigungstyp. Ja, ich habe halt für die kaum was Gutes. Ja, wenn Jiren Verteidigungstyp ist, ey. Ist er. Ist das gleiche wie bei dem Free-to-Play-Broly. Ja, was macht der denn? Das ist auch Müll. Ich habe halt, wie gesagt, kaum Ausrüstung für diese Charaktere. Und dann macht die Chirin das gar nicht. Doch. Ich weiß, mit dieser Ausrüstung hier werde ich nichts reißen können, aber naja, so ist es dann halt. Ich habe wirklich hier wirklich nur Scheiße, ey, für die Charaktere. Aber sowas von. Was hat der? Multigarde nehme ich ja sowieso nicht mit. Habe ich hier irgendwas Besseres? Nee, das wird auf jeden Fall nichts. Wie kann man Woher Fähigkeitsbonus du vier haben? Fähigkeiten, ja, von vor allem Charaktere, gleiche Angehörigkeit, zum Beispiel Universum Repräsentant, dass du da die Charaktere reinpackst und ein paar Senkai-Charaktere, weil das verstärkt ja die Truppe nochmal und erhöht auch den Fähigkeitsbonus. So habe ich das immer verstanden. Irgendwie so. Und was sind das nochmal? Diese Seelen oder was ist das? Ausrüstung, die ist auch von vom wichtigen Gebrauch her wichtig halt. Aber Tomoya, ich habe heute bei Usaro geguckt im Stream und der sagte, dass der sagte, das Ding ist da, dass man durch diese Treasure Schieß mich tot, CC eintauschen kann. Irgendwas gegen 1000 CC, ich weiß nicht, was er damit meinte. So, ich habe absolut keine Ahnung mehr, wie man Legend spielt. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt, ich gebe es zu. Also werde ich die erzeuge, wie ich auf Schimpf verkacke. Aber Wie sowas du von. aufs Gesicht hältst. Ja, aber sowas von. Vor allem mit Biestern. Wenn ich das noch gesehen habe, richtig gesehen habe. Oh nein, der hat ja nicht mal die Tiere liegen konnte. Aber richtig. Jetzt Ulti rein. Nö, macht er nicht, trifft nicht. Trifft ja wohl. Aber ich glaube, die hat noch nicht ausgewichen. Oh Hängt nein. so viel! Der ist Verteidigungstyp, ich will Tank, Gewonnen. ja. Ja, Unterstützungstyp tankt ja auch so viel. Oh Junge, Jiren braucht ja ewig, bis er sich verwandelt. Er wird ja zum Angriffstyp, glaube. Danach weiß ich nicht. Ich dachte, er kriegt ein Revival. Ich meine, die Transformation sieht heftig aus. Ey, du kannst ihn ja in 3 Sekunden wieder benutzen. Wow. Hast du das gesehen, dass deine Charaktere immer höher gebufft wurden? Weil der Typ nur angegriffen hat. Weiß es nicht. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der CC aus dem Schatzsuchending bekommen hat. Ich weiß nicht, irgendwie hatte Saru heute gesagt, dass man die aus diesem Treasure schießt mich tot. Kann man das nicht dreimal am Tag machen? Nee. Einmal?
Nur einmal die vier Kisten oder so. Und Jiren ignoriert AOE. Was ist AOE? Was? Ui? Ne, AOE. Keine Ahnung. Drei Kisten pro Tag, okay. Aber er hatte gerade vier Kisten. Ja. Der kleine Cheater, ey. Gestern wir sind 50 RP, okay. Okay. Wenn wir mal unseren Kampf hier testen. Meine schönen Jubiläumscharaktere, die ich mir so sehr gewünscht habe. Haha. Ja, hu. Ich sage, diese 10 Sparking-Charaktere, die man jetzt jeden Tag bekommt, die spare ich. Oh, guck mal, ich bin ein Mui-Spieler. Ja, scheiße, selber reingefallen. Ich bin dumm. Das wusste ich schon lange. Idiot. Und als Verteidigungstyp dann noch so viel Schaden an sich macht. Ich schwöre, ich verkacke gerade alles. Ah, das sieht ja cool aus. Junge, der Hui macht keinen Damage. Hä? Das wusste ich gar nicht. Oh, stimmt ja. Junge, der Ton leckt. Alter, der steckt, der sticht einfach. Verliebt! Kann ich unter dem Rock schauen? Warte, was? Ich möchte nur kontrollieren, ob der Waffen im Besitz hat. Deswegen. Genau. Klappt das wirklich, der Effekt verliebt? Ja. Verdammt. Guck mal, wie wenig Ui zieht. Oh nein, das lassen wir mal. No. Das überlebt er, sage ich dir. Bitte mal. Oh toll. Wenn ich hatte jetzt ja nicht Dodge hatte, aber naja, egal. Oh toll. Oh toll. Oh, den Fehler mache ich auch auf. Oh, ich hab zu spät gedrückt. Tipp die ganze Zeit Rising Rocket. Oh, nee, Quatsch. Wir machen jetzt erstmal hier. Transformation und Sex wäre der bessere Deal, ne? Ja. Und der damit. Ach komm, Pisser. Also wenn er dich in der Kombat, du Rising Rush hast, einfach die ganze Zeit permanent drücken. Yes, ich hab Angst vor dem Goku. Er ist noch nicht tot, oh. Junge, ist ein richtiger UI-Spieler, ne? Oh, das war schlimm. Und dann, ja natürlich, das passiert ja auch immer wieder. Einfach die ganze Zeit Rising Rush, hat ey. Das sieht doch eh keinen Damage. Ich schwöre, ich fall immer wieder drauf rein, ne? Oh. Oh. Die hat eine 20er-Karte, wusste ich nicht. Die kriegt immer HP dazu. Mhm, für die grüne Karte, ja. Egal, ich bin. Egal. Außer Übung, sag ich so. Soll ich dir sagen, was die macht bei der 20er-Karte? Mal rutschen. Nee, die holt nur noch XXL-Hammer und vielleicht werden die Gegner kaputt. Er schreit Goku voll. Ich spiele gerade so schlecht.
Digga! Ich verliere das noch, ich schwöre. Ich bin zu schlecht. Nee, die tankt so viel, das überlebst du. Okay, das kann ich dodgen. Da bist du eingerostet, aber sowas von. Warte mal, ich will wissen, was kann Jiren. Aber Jiren hat keine 20er Karte, ne? Nein, das macht ihn nur stärker, glaube ich. Ja, ich bin echt eingerostet, wirklich. Die, ihre Greenheit erhöht Damage, wenn du zweimal Dodge des Gegners. Okay. Die kriegt eine Green Card, wenn sie was dodgt? Irgendwie so, keine Ahnung. Das Team ist ja jetzt auch nur zum Testen, wie gesagt. Was Legendar heutzutage so macht, ey. Ey! Nee, ich wollte gerade schon sagen, Team der Glatzköpfe. Wir können gleich mal die neuen Free-to-Play-Charaktere testen. Ich denke, Vegeta und. Ich habe die beiden auf 6 Sterne, das sollte erstmal reichen. Ja, ich habe die nicht einmal benutzt. Einen habe ich ja freigeschaltet. Oha. Ey, ich dachte gerade, ich hätte ein WhatsApp gekriegt. Justice Bomber! Was eine Dope Unit. Jo, what the fuck? Jo. Er sagt Dog Unit. Ja, gleich kannst du vielleicht die Karte selber sehen. What? Erinnert mich ein bisschen an One Piece. Wo Lysop da mit diesem Hammer kommt. Ja, stimmt. Ein bisschen verwandeln. Ich glaube, dass der 10er Karte, also die grüne Karte von diesem Jiren ist Konter, ne? Nee, da wäre da so ein X drauf, wenn es ein Konter wäre. Ja, ich habe doch heute ein Video gesehen, wo er kontert, habe ich auch heute schon gesehen, aber was weiß ich, was da ist. Vielleicht. Ja, komm, eins machen wir nochmal mit den Charakteren. Ich setz mich auf dich. Okay. Und das Strike-Konter. Ja, meine ich, aber hä? Aber ich habe das gesehen, Tomoya, wo er gegen Ultra Instinct, diesen Lilan, gekämpft hatte. Und dieser Ultra Instinct hat seine Green Card eingesetzt, weißt du, wo er so schreit. Und das den Gegner eigentlich weghaut. Und das hat der Jiren irgendwie gekontert. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber irgendwie. Jiren halt. Aber bei uns geht schon die Sonne unter. Oh, du Arme. Ja, ich bin zwar gern nachtaktiv, aber heute nicht so. Junge, ich hab mich heute den ganzen Tag auf diese Summits gefreut, ne? Den ganzen und dann, Tag. Und dann sowas. Nicht wundern, mein Kater ist noch ins Zimmer gekommen. Ich war gerade mal nur einen Tag weg. Scheiße, ich hab's falsch gelesen. Wow.
Der ist ja nicht gerade leise. Ich habe ja schon Hintergrundgeräusche deaktiviert. Ja, ich auch. Ach, der ignoriert das einfach. Verstehe. Also AOE ist dann bestimmt diese ganze Kacke, wo. Okay, endlich mal ein Kampf, jetzt, den ich verlieren werde. Das macht Rosé nichts. Player AG. Ja, das macht aber nichts. Das ist endlich mal ein Kampf, der ein bisschen interessanter wird. Ja, den hört man. Eine Wen hört Zapman man? von Spooky. Nein. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, diesen Kampf werde ich hauchlos verkacken. Man, der hat Ultra Ich Rosé. weiß nicht. Was haben die Will alles Ima für mit in den Top? Bambus-Internet, Mann? Genau, Will Ima mit in den Top? in diesem Zamar, so denke ich mal, dass der Zenkai bekommt. Tomoya, wir können ja gerne mal fighten. Ja, ihr könnt gerne kämpfen. Ich werde heute nicht Ich bin auch übelst teilnehmen. eingerostet, also das ist nicht so das Problem. Junge, was hat der für ein Bambus-Internet? Meine Fresse. Lädt der aus irgendwie aus. Auf dem Mond oder so? Kann ich auch mitmachen. Wir spielen nicht gegeneinander. Ich teste nur das Team. Ich. Spielt auf dem Mars. Erst 7 Minuten Ich später merkt ihr, dass der Gegner euch besiegt hat. bin ja. Alter, was kriegt Rajiren für Buffs? Nur weil der angreift. Ja, guck mal, ich heile mich die ganze Zeit. Übertrieben. Ja, der Jiren konnte, glaube ich, auch kontern. Irgendwas. Ja. War das war dumm. Das war nicht dumm, lol. Nicht, keine Angst vor Rosé. Ich hoffe, du hast keine Angst vor Ultra Gogeta Blue und Hit in der Kombi. Okay. Tomoya. Hey Leute, ich habe gerade nicht mal Probleme mit Rosé. Guck mal. Okay, ich hab verkackt. Auch Rosé. Ultra Gogeta, sag das mal, wenn dein Rosé down ist. Oder wenn du mal nur Ulti kassierst. Der heilt sich ja auch übertrieben. Chirin? Mann, ich verkacke gerade immer das Aufladen, aber irgendwie ist der Gegner gerade. Der macht, glaube ich, nichts. Wir können mal seine 20er-Card sehen, wenn er ein bisschen Ki bekommt. Perfekt. Sieht auch schon cool aus. Und diese göttliche Schöpfung namens Hit in einem Team mit Pan reinmachen. dann Es tut mir schon beim Lesen weh. Giro, danke für dein Follow. Und Smiley, danke dir auch für dein Follow. Ich weiß gar nicht, warum ich da gar keine Benachrichtigung mehr von bekomme. Normalerweise Ich habe auch keine gesehen. muss ich mal gucken. Die Ja, das Team ist Kaffeetasse. schon geil. Ich speichere das mal eben und dann mache ich mir eben einfach mal mit diesen zwei Free-to-Play-Charakteren. Könnt ihr euch auch mal Vados nehmen? Die ist ja auch neu gewesen, ne?
Genau, ich speichere das eben hier. Krieg es. Ja. Und dann mache ich hier einfach mal die zwei Free-to-Play-Charaktere rein. Ach, Event limitiert, das sind dann die Dinger. Ich weiß. Ah, ich habe die nur auf 5 Sterne, aber es macht nichts. Hast du Jiren Spruch gerade geklaut? Der kommt gleich aus dem Bildschirm herausgesprungen. Und was buffen diese Scheiße? Ach, Ich habe schon das wieder. Gefühl, die haben keine Ahnung mehr für also keine Idee mehr für Free-to-Play-Charakter mit Designs. Nee, die wollen das jetzt erstmal so beibehalten, aber ich finde es auch gar nicht schlecht. Ich finde das Design nicht, also ich finde das gut. Mir gefällt's. Hast du da Filz? Warte mal, Boah, ne, dich wir haben muss ich nachher jetzt. schneiden. Mich? Dir muss ich nachher die Haare schneiden, ne. Mir? Das kann ich auch machen, aber. Nee, mein Kater verfilzt sich hier schon wieder. Das ist schon Verfilzungen wieder. Warte mal. So. Universum. Gen soll machen. Repräsent. Heißt das so? Ich hab schon wieder vergessen, was die buffen. Universum-Repräsentant hast du noch gesagt. Naja, okay. Dann machen wir das erstmal so, schätze ich. Ja gut, dann könnt ihr jetzt auch den Vegeta mal nehmen, ne? Na gut, das wäre auch schon wieder zweimal gelb. Ich könnte ihn nehmen zum Buffen für den Vegeta. Der ist ja grün. Na egal. Oh, Fuck. ich hasse meinen Kater. Kann ich den wieder freilassen? Ne. Abgelehnt. Digga. Chirin, der bufft immer gut. Das wäre gelb. Und der Kevlar wäre eine gute Idee für die beiden Grünen. Habe ich zwar zwei grüne Ja, Charaktere, wir aber ist mir können erstmal gerne egal. gleich kämpfen, aber eins muss ich sagen, Sepp, wenn ich jetzt Legends gehe, fliege ich zu 100% aus Call. Ach so. Oder wenn ich auch in den Fight gehe. Wenn ich dir zu 100% garantieren. Das finde ich gut. War ich ein Fernangriffstyp da drinnen? Ja, perfekt, dann kann ich das benutzen. Ich glaube, ich hole jetzt mein Kratzeis. Mach mal. Denn ich werde gerade müde. So, ich mache dir eben die Ausrüstung fertig und dann geht es los. Dann können wir die mal testen. Gib dir jetzt einfach mal ganz schnell irgendwelche Ausrüstung, ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Nee, Tomoya, du machst mich eh fertig. Ich hab da jetzt. Ich will außerdem wieder nur testen. Ich spiele ja kein richtiges PvP in diesem Spiel. Sehe ich absolut keinen Sinn aktuell drin. Vor allem, wenn man so eine Scheiße zieht wie ich, dann bringt das sowieso nichts. Ist leider Gottes so. Die kann ich eigentlich geben, was. Scheißegal. Digga, mein Energy-Kratzer ist. Das ist so süß, Alter. Warte mal, ich könnte eigentlich tauschen den Gohan mit Goku. Dann kriegt der Gohan ja auch die ganzen Buffs. Das wäre nicht schlecht. Mit Gohan, perfekt. Habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Chirin gebe ich jetzt einfach irgendwas. Wir sagen schnell Vegeta. Kann natürlich auch sein, dass in Part 2 dann auf einmal Dings da kommt. Orange Piccolo. Gucken wir mal, ne? Du öfters wieder Streams bringen, wenn Budokai Tenkaichi 4 rauskommt. Also ich würde öfters wieder Stream rausbringen, wenn ich wüsste, was ich streamen sollte, könnte.
Denn aktuell muss ich da einfach sagen, dass ich nicht weiß, dass ich momentan streamen kann, wie auch immer. Deswegen habe ich heute den Anlass genommen mit Jubiläum, dass ich da mal wieder streame, weil mir nichts mehr einfällt. Sepp, rate mal, was ich gerade gezogen habe. Soll ich das blockieren oder gleich? Ich habe nämlich nichts gezogen. Ach schön, das freut mich. Na Spaß. Nur Heroes. Oha, ihr habt mich einfach ausgetrickst. Ich glaub's aber nicht. Was? Was denn? Ihr habt mich einfach ausgetrickst. Charlotte, neue Meter einfach. Oh ja, raus, Kater. So doof. Der ist nur 5 Sekunden drin und nach 5 Sekunden wieder raus. Junge, ich spiele so ein Esel, ne? Junge, was macht Charlotte von Damage? Ist der kaputt? Und das laggt, das ist Janet ist geil. kaputt. Junge, sollen wir denn auch so spielen? Sehr selten Glocken. Alle greifen mit Faust an. Oh Scheiße, ich kann keinen Charakter auswechseln. Was würdest denn du eher machen, Sepp? Vor Goku Chi-Chi schlagen? Oder vor Beerus sein Essen essen? Never change Beerus. Das ist ein guter Mann. Der tötet dich wenigstens gnadenlos. Also schmerzlos. So, ja. Ja. Charlotte ist ja. Charlotte ist stark. Ja, ich merke schon. Ich merke schon. Ja, Charlotte ist voll auf Crack mittlerweile. Das war dumm. Was war dumm? Ich? Ja. Meine Existenz? Ja. Ich? Was? Hä? Das war. Shit. So. Oha, guck mal, du Ultron Sigma mal kaum Damage bei Charlotte. Schickst du mir privat dein Ding? Freundescode? Du weißt ja, wie ich heiße auf Discord. Hat mich null. Hat mich von damals nie umbenannt. Uff. Okay, die Free-to-Play-Charaktere sind auf 5 Sterne absolut trash. Jetzt hab ich mir das Eis vergessen. Nevermind, wo ist es? Das geht noch nicht mal. Ja! Geil! Minna no tame ni mo make ran ne nda. Alter. Hast du ja auch schon den angeblichen Leak über Jumpstars Ultimax gesehen? Ja. Bin gespannt, was da, ob das dann wirklich kommt. Aber die Free-to-Play-Charaktere sind total für den
Arsch, muss ich sagen. Die sind absolut Für Trash. den Schillet. Absolut für den Schillet. Ja, muss mal gucken. Ich sehe ich. Das hier ist jetzt wenigstens in Ordnung, also. Kick sich bitte ein bisschen schneller, Kater. Ich will hier noch fighten. Ja, komm, ich mache jetzt noch eine Runde. Und dann ist wahrscheinlich jetzt dann wieder Feierabend. Wir sehen uns aber auf jeden Fall wieder, sobald das Part 2 beginnt, auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall diese 1000, 100 Tickets farmen. Und ich würde wahrscheinlich liebend und sehr oft bitte sagen, dass er vielleicht ein bisschen eher früher startet. Nee, ich glaube früher nicht, weil ich sage, ich weiß aktuell nicht, was ich machen kann. Aber jetzt bald kommen auf jeden Fall Let's Plays auf YouTube. Darauf könnt ihr euch ja schon mal freuen. Aber ich sage, Stream ist momentan. Absolut nö. Ja. Weil Wer weiß dann, alles was. langweilig. Man weiß ja nicht, wann Part 2 kommt. Es kann ja sein, dass Part 2 schon in 2 Wochen kommt. Da komme ich halt in 2 Wochen wieder live. Kann auch sein, es sind 3. Da komme ich erst in 3 live. Ich glaube nicht, dass ich jetzt auf 4 Wochen ziehen. Wenn ich mal so zwischendurch Bock habe, komme ich auch live natürlich. Aber aktuell. Oh, das war dumm. Boah, musst du auch mal selber machen, so ein Energy-Eis. Schmeckt? Schmeckt geil. Schmeckt, ja. Musst du auch mal machen, wenn du wieder Energy hast. Ich hab immer Oder dir Energie. holen. Ja, deswegen. Das ist extremst geil. Ich dachte eigentlich, das hilft noch. Falsch gedacht. Edgy Bitch. Woher kriege ich denn bitte noch 5 cc her? Ach, der Wichser ist ja noch da. Was wäre ich? Nein, ich dachte, der macht. Ja, okay, habe ich mir schon gedacht. Das war dumm. Absolut dumm. Und dann hat es wieder geleckt. Geiles Spiel. Absolut geiles Spiel. Ja. Empfehle ich jedem weiter, wenn ihr abgezogen werden wollt. Ja, die ist weg. Scheiß drauf. Wie heißt du auf Discord? Schreibt Tomoya. Nein, wo ist auf TikTok. Der Dämme schon zu 17. Wow. Guck dir den Schaden an, der kann mich nicht mal killen. Mit Rising Rush? Ja, wohl doch. Okay, doch. Nee, doch nicht. Nice. Nur den Kampf verliere ich. Kaido Trufas Kraus mit Stück.
Nein, ich dachte. Ja, nee. Ich vergesse es immer wieder, dass er danach nochmal kann. Okay, macht ja nichts. Egal. Was ein dreckiger Pisser, Mann. Muss der Wichser jetzt am Ende... Nee. Beruhig. Rising Russian. Ja, aber ich gehe jetzt, denke ich, auch mal wieder offline, weil... Naja, ich hätte ja viel mehr Spaß daran jetzt, wenn ich diesen schönen Freezer hätte. Aber jetzt bin ich sowieso schon geladen bis oben hin. Und geschärftet wurde ich auch wieder mal von diesem Drecks-Game, was mich ja ziemlich freut. Warum es auch immer Rising Rush gibt, so unnötig der Mist. Ja. Also ich persönlich wünsche allen einen schönen Abend. Schöne Pfingstwochenende, eher gesagt Pfingsttage. Ja, wie gesagt, bald komme ich wieder live. Es kann auch sein, dass ich demnächst mal live komme und spiele mal was ganz anderes wie... manchmal spiele ich auch gerne dieses GTA Roleplay. Das macht eigentlich auch immer ganz Spaß. Mal gucken. Ja. Wobei? Bin sie noch im Überlegen, ob ich noch die zwei Summons mache, ne? Bandit hast du, ne? Nee. Nee? Ich bin so im Überlegen, ob ich diese zwei Summons hier noch mache. Ja, aber dann wärst du trotzdem noch deprimiert. Ja, bin ich auch, weil ich zu viel CC ausgegeben habe. Aber egal, komm, es ist Jubiläum, noch scheiß deprimiert. Drauf. Es ist Jubiläum. Hast du gerade wirklich einen Pack geöffnet? Wie ein Tag wurde kaum gegangen, um zu sehen, ob du live bist, echt? Naja, auf jeden Fall wissen wir jetzt, wenn da kein Überspringen mehr steht, müsste es jetzt eigentlich ja der neue Goku Freezer sein. Eigentlich. Außer das Spiel macht den. Dann siehst du gar nicht. Ich meine, verdammten Jakku. Mach mir Hoffnung. Oh, diesen Freezer habe ich jetzt. Aldi, gegen die Daumen aus. Diesen Freezer einfach gezogen, schon 1000 Male. Bitte. Was man nicht alles für CC tut. Nee, ich will deinen Account nicht. Was? Da fragt einer im Chat, ob ich seinen Account möchte, aber will ich nicht. Ich nehme gerne was an, wäre... Ich meine ja nur, wäre viel zu schade. Einen Account zu löschen, für den jemand gespielt hat. Dann soll er wenigstens weiterverwaltet werden. Hä? Hä? Ich fick... nein! Was denn? Da stand gerade... Das... Überspringen war weg. Ich sagte ja gerade schon, dass Überspringen weg ist. Müsste es eigentlich Dingens da sein.
Was war es, Elef Bardock? Aua, das tut weh, das tut weh, das. Ich hab ja LF Bardock schon. Ja, hier, mein Kollege wird einen Account haben. Hatte vorhin Chance, damit zu wird. Wie Okay, gesagt. schwarzer Himmel. Oder eher gesagt, Weltraum mit Dragon Balls. Keine. I putting my balls in your jaw. Oh, Was? NLF, NLF. Gib ihm Freezer, Goku, gib ihm Goku Freezer, gib ihm Goku Freezer. Ja, Und? ich hab ihn, ich hab ihn, Jawohl. ja, yes, Yes, sir. Mann, ist das denn so schwer? Und jetzt haben noch mal, okay, das wär's gewesen. Mann, wieso muss ich denn erst Millionen von CC ausgeben, um diese Scheiße zu bekommen? Pass auf, ich zieh. Bei meinem Glück zieh ich dir nach 500 CC. Nach 50 Läufen. Ja, warte, warte, warte. Endlich! Eigentlich wollte ich dich fast schon fast abraten dazu. 100 CC. Ja, 100 ist halt. Yadrat Goku Spiel gespielt. Jo, was geht? Endlich aber diesen. Hat er keine. Ah, doch. Oh, das sieht geil aus. Oh, das sieht geil aus. Ich hab ihn. Er hat ihn. Hat ja auch nur irgendwie 15.000 CC gekostet. Demnächst musst du 500.000 für die nächste Unit ausgeben. 10k ist hier nichts. Ich habe jetzt 15.000 oder 16.000 ausgegeben. Ich bin ein glücklicher, 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 glücklicher Glücksschwamm. Jetzt geht's Und mir auch ich bin gleich schon ein wieder glücklicher, besser. glücklicher, 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 glücklicher Seestern. Was habe ich gehört? Das war eine Trompete. Ich hab ihn. Ich bin am Heulen, weil ich keine CC mehr hab. Brauchst nicht heulen, es kommt ja bald noch genug. Sepp geht jetzt auf der Straße nach CC betteln. Nein, ich hab ja noch. Ich habe ja noch 4000. 5600. Ich rechne ja damit, dass wir jetzt noch 1000 kriegen wir ja noch durch Shenlong. Dann kriegen wir ja noch 4000 durch die Raids. Dann bin ich schon mal bei 10.000 wieder. Dann, wenn man es so berechnet, bin auch free to play. Ich stecke hier kein Geld rein. Ich stecke hier keinen einzigen Cent rein. Nicht mehr für mich würde er es machen. Also, nee. Und das soll schon was heißen. Also, ich schätze, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, kriegen wir noch circa 15.000 CC. Das ist schon eine Menge. Jetzt kommt wieder das Zeichen. So, Gohan, danke für den Follow. Also ich schätze schon, an die 15k CC werden wir auf jeden Fall noch bekommen. Also 4000 durch die ganzen Raids, 4000 durch diese Medaillen, 1300 durch die Dingens da, durch die Story, bis wenn wir die komplett abschließen und alle, die es schon abgeschlossen haben, die kriegen das trotzdem. Login-Bonus. Ja, und so weiter und so fort. Also da werden wir auf jeden Fall noch eine Menge bekommen. So, also soll ich mir jetzt mein Team basteln mit diesen. Ich will ja nicht angeben, ne? Aber ey, ich hab ihn.
Halt einfach deine. Okay, aber ich bin trotzdem nicht gerade glücklich, weil überlegt mir, ich habe 15.000 dafür ausgegeben, ne? 15.000 einfach. Hol ich mir wieder Mods. Das Problem ist halt, das ist ja so ein. Das Problem ist halt, das ist ja ein lila-blau-Charakter. Aber wenn ich jetzt Senker-Charaktere zum Buffen reinnehme, was bufft der denn jetzt? Bufft der jetzt das lila oder das blaue? Oder bufft das beides dann? Ich dachte, dass Vegetable Ultra kommt. Ja, zum Part 3. 100% zum Part 3. Legends ist in drei Parts das Jubiläum aufgeteilt. Part 1 kommt LF. Part 2 kommt LF. Und Part 3 soll Ultra Vegetto kommen. Ist eigentlich schon mehr oder weniger bestätigt. Ich brauche einen Guide, wie man diese Medaillen bekommt. Einfach gucken, wo du diese Mission machen kannst. Oder ich weiß es nicht. Also irgendwie. Die bringen da eher lieber Ultra Shelter als Ultra Ding. Vegetto. Ultra Vegetto kommt dieses Jahr zum Jubiläum. 100%. Ja. Wenn ich höre, ich auf das Spiel weiter zu spielen. Nein, jedes Jubiläum kam bis jetzt ein Vegetto. Jedes. Moment, ich muss mir mal kurz eine Inspiration holen. Gib mir mal eine Sekunde. Mir fällt gerade kein Team ein, was ich gerade machen könnte. Moment, eine Sekunde bitte. Den Zuverlauf wollen wir übrigens nicht schauen. Warum nicht? Weil es da düster ist. Das ist das Story-Event. Showcase. Ey, gibt's hier noch kein Showcase von denen? Breakdown? Ui. Das ist ja doof. Ui, ui, ui. Warte mal, das Story-Event ist das. Das ist. Ah, ne. Hab ein Team gefunden, Moment. Lass mich raten, das kann ich sowieso wieder nicht machen. Oh mein Gott. Was ist das denn für ein scheiß Team? Oh ne, das will ich nicht. Da ist Pan drin. Ich hasse Pan. Ja gut. Ich mache einfach mal aus meiner Sicht, wie ich das einfach, wo ich einfach Bock drauf habe. Kann sagen, wenn man Ausrüstung macht, also Z und Z Plus, kann ich dir gleich zeigen. Moment, gib mir eine Sekunde. Lass mich nur eben das Team fertig machen. Ich such gerade diesen blauen Scheiß-Freezer, wo ist der? Ich mach dich fertig. Wolf Herbert. So mache ich das Team und jetzt brauche ich noch was zum Buffen. Also grün und. Warte mal, was bufft denn am besten? Oh no, Goku! Besten grün Senker als erstes. Achso, das kann man hier sogar einstellen. Na egal. Toll. Ja, wie. Was ist das für eine Scheiße? Egal. Also, ich kann einfach hier drauf drücken. Gut. Macht der Jiren, gibt der Buffs für die? Müsste aber eigentlich, ne? Grün und so. Gegnerisches Universum, also ich nicht. Sie 500 CC. Das ist gelb, das kann ich schon gar nicht gebrauchen. Was ist gelb und viereckig? Du? Ja, richtig. Ich bin gerade ein bisschen. Warte mal, ich suche mal ganz kurz. Ja, aus diesem Jubiläum hast du sogar jetzt schon alle Charaktere, ne? Ja. Also ich habe ein Team gefunden, aber das wäre. Blick, Dragon Balls. Oh, oh, oh. Goku gewinnt. Was Rainbow mein? Schrift, ich hab sie. Naja. Rainbow. Broly! Muss ja nicht unbedingt heißen, dass du die hast. Kann alles andere sein. Broly!
Rainbow Schrift. Was meint ihr, welche drei Charaktere könnte ich dafür benutzen zum Buffen? Ich bin gerade ein bisschen. Come on, come on. So, Spiel. Gönn. Ja, Beste ist ja sogar der Dingens, da hat sogar RR-Counter, das ist perfekt. Subsaiyans of Amelia, Freezer Armee. Die Krieger schätzen Kristalle, Farmen. Den Charakter habe ich ja schon, LF. Freezer von. Hast du? Freezer volle Kraft. Ich habe zerstörtes Namek, Regenbogenschrift, Goku wow. Super Saiyajin. Dragon Balls halt noch und Brody. Verdammt nochmal, Brody. Das ist gelb. Ich brauche irgendwas zum Buffen für diesen grünen Freezer. Nee. Oder. Also hast du nicht bekommen? Mm-mm. Mies. Ich bin deprimiert. Ich bekomme mit einer Ja, der das ist ja. schlechtesten LFs, die demnächst hoffentlich irgendwann mal Zenkai kriegen. Das wäre nix. Moment. Wäre das eine Möglichkeit? Wenn man grün oder Erneuerung. Und der macht grün und Erneuerung. Aber Freezer ist doch kein. Oder Doch, er wurde wiederbelebt. Entschuldigung. Nee, der ist keine Erneuerung. Leider nein, leider gar nicht. Hast du ihn jetzt oder nicht? Nein, hab ich nicht. Geht der? Ey Junge, da muss doch irgendwas für Freezer sein zum Buffen, verdammt. Grün und gegnerisches Universum, hahaha. Ha, ha. Aber zum Blau, ist denn Blau hier was? Blue? Blau muss doch, oder? Warte mal, Blau ist für Freezer. Cooler wäre eine Idee, oder? Habe ich doch vorgeschlagen, schon cooler. Und böse Abstammung, das ist eine gute Idee. Aber das heißt, der Grüne kriegt halt nichts, ne? Das ist natürlich scheiße. Aber egal, ich kann trotzdem mal kurz gucken. Böse Abstammung, was bufft da sehr gut? Sache Teamsbombe nicht toll, gut. Online-Kampf. So, ich gehe jetzt in den Online-Kampf. Jetzt können wir gleich mal eine Runde kämpfen, wenn du Bock hast. Mir geht's irgendwie gerade nicht so gut. Ich habe auch noch gleichzeitig Bauchschmerzen. Spaß. Willst du LEO? Ne, ich will einfach nur ein Team machen mit Freezer, also. Denn ich habe heute schon gesehen, dass dieses Team sich eigentlich ganz gut spielen sollte. Sollte eigentlich. So, Freundeskampf Lobby erstellen. Ich habe aber gerade übelst die Bambusleitung. Glaube ich. Da ist er doch. Ich überlege gerade. Du machst das hier nicht schlau, ich klatsche einfach das Beste rein. Ah! Hast du mich eingeladen? Hab ich. Okay, ich nehme einfach jetzt erstmal Coca-Cola rein, dann gib mir noch eine Sekunde, ja? Wartest du eben? Coca-Cola. Musst du noch eben schnell schauen, was ich dann machen kann? Ja, ich warte. Ja, ich warte. Ja, ich warte. Oh, shit. Stimmt, der. Es gibt ja jetzt auch ein Platin-Equip für Dings da. Das muss ich mir auch mal holen. Aber egal. Ach, guck mal, hier sogar ein Z Plus. Hallo? Ich hasse mein Leben. Nein, du sollst da bleiben. Was hatte ich den grünen Scheißfreezer da? Oh. Ich klatsche jetzt einfach lieb, irgendeine Ausrüstung rein. Wenn ich eins liebe, dann ist es. Warten, ne? Eiscreme. Und warten, ja. Ja, gib mir eine Sekunde. Ich muss nur... Junge, mein Legends lag gerade übertrieben. Das ist doch nicht zu glauben. Meinst auch. Meins auch, dann sind es die Server gerade. Oh, für diesen Freezer habe ich ganz schlechte
Ausrüstung. Ich muss sogar dieses Free-to-Play. Junge, Legends. Na stimmt ja, ich kann ja einen Rising Rush zünden, dann siehst du das ja richtig mit Goku Freezer. Ja, warte, ich zeige dir gleich nochmal kurz wegen Z-Ausrüstung. Das ist ja eigentlich, das ist egal, aber ich mach's trotzdem. Wie viel CC hast du ausgegeben? Circa 16.000. Leider Gottes, viel zu viel. Aber dafür hat er alle Jubiläums-Charakter bis Ja, dieses schon. erste. Das war auch letzte Chance. Hätte ich den da nicht gezogen, Junge, dann Anuskarte. Na, der kommt dann doch trotzdem irgendwann wieder. Ja, klar. So 3 Wochen später. Ja, warte, warte, ich zeige Ihnen noch eben. Also eine Ausrüstung jetzt als Beispiel. Das ist jetzt ein doofes Beispiel. Aber warte mal, ich mache mal einen kurz. Das ist jetzt zum Beispiel eine, die ich jetzt noch verbessern muss. Du tust jetzt erstmal verstärken. Also sie ist sehr grün, ist Müll. Dann gehst du auf erneute Platzverstärkung. Geht ja nur bei den letzten zwei. Ich habe jetzt 329 Platz entfernt. Du kannst das so machen. Du kannst auch einstellen, dass es nur bei Rot stoppt oder bei Orange, weil es reicht, meistens reicht aber Orange. Und wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe aber einen guten Wert, dann kannst du immer noch die Kosten erhöhen und halt 100% das verstärken. Du kannst, wie gesagt, einfach so machen. Mit Glück verstärkt sich das dann. So, wenn das dann auf Gelb ist, dann stoppt das automatisch. Du musst halt Glück haben, ne? Es ist halt wirklich Glück. Ich meine, ich mach das jetzt nicht, das dauert zu lange. Nee, ich weiß, wo wir kämpfen, im Virus Burg drinne. So, ja, ich muss eben kurz den auf Level 5000 bringen. Alter, seit wann gibt's so viele Kampfstadien? Haben die neu hinzugefügt, vielleicht? Naja, testen wir die erste Runde mit einem Freezer. Freezer, Freezer, Freezer. Was siehst du, ich hab's ja letzte Season. Hast du nicht gesagt, dein Account ist gebannt mit Hit? Ich hab doch Ticket gemacht. Achso. Digga, Legends leckt grad absolut bei dir auch. Nee. Wie lange spielt ihr schon? Ich spiele schon seit Anfang an. Also Legends spiele ich schon seitdem es rausgekommen ist. Ich habe angefangen, als Broly volle Kraft damals reingekommen ist, als LF. Da habe ich ihn ungelogen mit einem Pull gehabt. Da habe ich noch sogar einen Kumpel gefragt, ob das ein guter Charakter ist. Der schon da vorher über 10k CC reingesteckt hatte für den. Und ich, Idiot, ziehe den mit einem. Ja. Junge, das ist wirklich Bambus Leitung. Ja. Ja, Z. Ich kotze gleich. Dann noch Revive Freezer. Der ist sehr gut. Und wusstest du, dass der Goku Freezer einen Rising Rush Counter hat? Ich weiß. Und das ist sehr stark. Kombinier das mal mit Tenshin Han. Ja. War schön. It's futile, Fragezeichen. Ich mag dich nicht, geh weg. Du musst mich aber mit. Oh, du hast mir meine Ding-Card geblockt. Meine Ult. Au. Aua. Wer ist hier die bessere Tech-Unit, hä? Du nicht. Digga. Oh.
Okay, das war jetzt zwar dumm von mir, aber naja. Ich war gerade so geschockt, ich so, what the fuck? Ich wusste es. It's futile? Oh, ich bin dumm. Oh, ja, okay, wie viel dodgt der? Gut zu wissen. Nicht gut. Na gut, hey, jetzt auch noch drei Sterne, ne? Ich mag den nicht, geh weg! Scheiße, der dodgt das ja! Nein, nur wenn ich stehe. Nur wenn du stehst? Ja, nur wenn ich stehe. Der liest mich wie im Buch, der Junge. Aua. Nein, ich habe eine Green Card gelöscht. Das darfst du nicht machen, das geht so nicht. Ich hab Freezer endgültig getötet. Was? Nied Senkai. Boah. Wollte gerade sagen. Hast du gerade mein Ki gefressen? Nein! Es tut mir so leid, ich muss das aber mal testen. Ja, okay, das ist geil gemacht, dass man trotz einer die Turnier der Kraft Stage hat. Ich hab mich nämlich schon gewundert, wie das ist, wenn man in anderen. Das sieht richtig gut aus eigentlich, oder? Ja. Ja. Da wurde mal kurz Hit mit Jiren getauscht. Hey. Das ist unrealistisch, ihr dürftet nicht mehr auf der Stage sein. Junge, dieser LF sieht göttlich aus. Noch eine Runde? Mhm. Ich war gerade in Schockstarre. Kurz. Das macht doch nichts. Vor allem, da ich so lange für Monkey Bros gepult habe. Hey, wieso gehst du raus? Bin ich nicht. Die Verbindung deines Gegners wurde unterbrochen. Echt? Keine Ahnung, eigentlich nicht. Ja, verdammt. Die Unit habe ich dir noch gar nicht gezeigt. Trotzdem habe ich einfach irgendein random Team damit erstellt. Boah, ich bin echt. Wie gesagt, jetzt wird gespart für Part 2. Je nachdem, was da kommt. Letztes Jahr kam ja zu Part 2 dieser Goku. Der hat mich überhaupt nicht gejuckt, wenn ich ehrlich bin. Welcher? Super Saiyan 3 mit dieser Bad-Animation. Ich verzichte mal auf jemanden. Go Broly, go, go. Oh, ich weiß noch, als dieser Broly da rauskam, der kam ja mit dem Tag Blue Boys raus und ich hab diesen Broly auf 14 Sterne gehabt, den grünen. Eigentlich sollte der auch eine Tag sein, dass man, sein Vater ist ja nicht drin, also Broly und Paragus. Ja, ich habe auf jeden Fall diesen Broly, habe ich 14 Sterne gehabt. Ich hatte immer noch nicht, ich hatte immer noch nicht Dingens da, die Blue Boys gezogen und den Broly auf 14 Sterne gehabt. Das war krass. Benny Maru, danke für die zwei Muscheln. Oh, das ist Benny Maru, der Ehrenmann, der mir einen Account gegeben hat, solange wie meiner gebannt wurde. Ui. Er hat mir einen Master Ultra Instinct Account gegeben. Na,
Der hat 7 Sterne und der Virus Revival Killer auch 7 Sterne. So ein geiler Account. Ja, ist Ben. Danke für dein Follow. Oh Bro, warum leckt jetzt so? Ich mag das nicht, wenn das so leckt. Alter, ruckelt das auch so bei dir gerade? Das ist unspielbar für mich. Ja, für mich auch, mehr oder weniger. Okay, wenn jetzt der Rising Rush kommt, aber nicht so stark, wie ich mir vorgestellt hatte, weil du musst dafür ja wirklich gerade stehen. Oh no. Und zack. Warte, ich muss noch jemanden we wegschlürfen. Das sieht so scheiße aus, ne? Ich schwöre, diese Animation, das haben die so schlecht gemacht. Mit Cell. Da hätten sie wenigstens die Prüppel zeigen können. Die Meisterprüppel. Lass mich raus. Ich gebe dir heute eine gratis Rückenmassage. Empfehlen Sie mich gerne weiter. Warte mal, bleib mal standhaft stehen. Das müsst ihr erzählen. Naja. Eigentlich. Ich gebe dir wieder gratis Rückenmassage. Immer dran. Nein. Boah, Oha. das Gefährlichste der Welt ausgelöscht. Nein, zu spät. Ich bin dran. Nicht in mein Gesicht. Konter gibt beim Sidestep fliegen und stehen. Da hätte man aber auch in der Combo machen können, ganz ehrlich. Ich heb mir mal lieber den Clash für dein Revival auf. Niet. Kannst du mal aufhören, meine Ultis zu? Wie hast du? Nein, Johnny! Geht, glaube ich, auch, wenn man das Maul bekommt. Nein, ging nicht. Ich habe es jetzt gerade schon zweimal getestet. Deswegen hatte ich ja meinen Goku geopfert gerade. Ja, das war dumm. Er ist gemeingefährlich, er muss terminiert werden. Ba, 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 ba. Ja, der Johnny Sins unter den Dragon Ball Charakteren. Der ist ja wieder da. Das ist so gemein. Das darf man nicht machen. Ich darf das. Ne. Lass uns das gleich mal testen im nächsten Kampf. Du musst mich, also sobald du Rising Rush fertig hast. Ja, der Cell ist so OP. Jawohl, ich hab gleich wieder mein Ding. Nein, ich raste voll rein. Haha. Au. Au. Nicht in den. Die Attacke sieht cool aus. Hier ist aber viel zu schwach gemacht worden. Einfach 10 10 Millionen. Millionen. Ach, ich merke gerade was. Dass du verlierst? Ja!
Nein! Du hast so ein Schwein, ne? Ich hatte keine Karten davon. Okay, lass uns das mal kurz testen in der Combo, wenn du mich jetzt die ganze Zeit Combos und ja, also sobald du Rising Rush fertig hast, musst du natürlich Bescheid sagen, ne? Dann testen wir das mal, nehme ich Cell wieder mit, weil Sally Melly. Also, du willst ja, dass ich dich in eine Kombi bringe, das kriegen wir ganz leicht hin. Ja, sag mir, mach einfach, greif einfach an, dass du einen Dragon Balls hast. Oh, cool. Das wusste ich nicht. Was? Ich habe gerade gelesen, ich gucke ja immer gerne WWE und ich sehe jetzt gerade, dass, also guckst du manchmal auch SmackDown und sowas? Nee, ne? Mhm. Ja? Ja. Ja. Okay, was hast du das letzte Mal geguckt? Boah. Seitdem ich das letzte Mal wieder bei meinen Großeltern war. Oh. Das kann ich ja halt nur da. Also. Das war knapp eine Woche her. So. Seth Rollins ist nämlich neuer Champ. Championship. Na. Okay. Also ich guck das ja halt nur zum Spaß, ich merke mir da nicht groß irgendwelche Leute. Warte mal. Das war stimmt, du sollst ja angreifen. Warte mal. Mach einfach, sag Bescheid, sobald du Rising hast, und dann musst du eine Combo mit mir machen. Warte mal, dann mache ich dir deutlich weniger Schaden. Ich spuck dich voll. Zwei Dragon Balls noch. Okay. Scheiße, ich dachte, ich krieg den bevor deinem Revival. So, hab. Ja? Sag Bescheid, ja, wenn du vier Karten in der Hand hast. Ich hab vier Karten in der Hand. Okay, dann mach mal eine Combo. Scheiße. Egal. Ja. Junge. Brody ist sauer. Merkst du das? Du solltest eigentlich eine Combo machen. Aber egal. Ich glaube, das ist sogar vollkommen egal. Ach, und bei dem geben sie jetzt aber komischerweise keinen Strike-Dings gegen Bums. Egal. Vor allem die Animation ist viel zu schnell. Das ist kacke, sie finde ich nicht gut. Oh mein Gott! Digga! Oh, die nicht so zerquetschen! Es leckt so dermaßen, ich wünsche, ich könnte das aufnehmen. Oh, der Goku ist auch stark. Oh nein! Oh, tut mir leid. Aber jetzt können wir mal auf Freezer Seite den LF gucken. Na gut, das ist das gleiche, ne? Ich
glaube, der ist jetzt gegangen, der hat keine Lust mehr auf mich. Ja gut. Ich würde sagen, aber für heute machen wir Schluss. Ich habe ja jetzt ein paar Runden den Freezer getestet. Rage Quit der Urgroßvater, genau. Ne, für heute machen wir Ende. Wie gesagt, wir sehen uns dann mal die Tage wieder, schätze ich. Ich werde jetzt hier erstmal wieder ein bisschen Farm und CC. Ich schätze mal, bis zu Part 2 werde ich wieder 10.000 bis 12.000 haben, sodass wir dass wir wieder ziehen können. Genau, ziehen können. Lass mal Kevin, nee, tomorrow geht's auf. Okay, wünsche euch eine gute Nacht. Wünsche ich euch allen auch.